Konnektivität, Grundlage der digitalen Stadt Bern. Mein Name ist Andreas Müller, ich bin Produktmanager bei Energiewasser Bern. Smart City-Anwendungen, zukünftige digitale Projekte zu der Verbesserung der Energieeffizienz, das alles braucht schnelle Datenverbindungen. Viele Projekte, die am Laufen sind, punkto Nachhaltigkeit, wie Verbrauchsdaten, Verkehrssteuerungsdaten, Elektromobilität und Smart Home-Anwendungen, brauchen eine schnelle, zuverlässige Konnektivität, einen schnellen Datentransport. Das Fundament dafür ist das Berner Glasfasernetz von Energiewasser Bern. Seit Jahren baut Energiewasser Bern zusammen mit der Swisscom am Berner Glasfasernetz. Aktuell sind rund 82'000 Haushaltungen in der Stadt Bern versorgt mit superschnellem Glasfaseranschluss. Weitere werden folgen. Bis ins Jahr 2025 werden über 100'000 Haushaltungen mit diesem Glasfaseranschluss verbunden sein. Heute und morgen werden wir weiterbauen am Glasfasernetz der Stadt Bern. In den nächsten Jahren werden flächendeckend sämtliche Haushaltungen und Geschäftsräumlichkeiten mit Glasfaser erschlossen. Das Glasfasernetz ist der Backbone der digitalen Stadt. Die technischen Vorteile sind schier unbegrenzte Bandbreite, kurze Latenzzeit, ein grosses Maß an Sicherheit und keine Strahlung. Das Glasfasernetz ermöglicht unzählige Anwendungen im Bereich der digitalen Stadt. Sei es EWB Internet, EWB TV. Im Bereich der Mobilität übermittelt das Glasfasernetz wichtige Daten. Ebenso Daten vom Smart Meter, Verbrauchsdaten im Energiebereich. Die ganze Stadt Bern ist vernetzt und ermöglicht das Schaffen, das Verbinden von verschiedenen Arbeitsplätzen und sichere Verbindungen innerhalb von Firmen, Banken, Verwaltungen und so weiter. Jetzt kann man meinen, wer braucht noch ein Glasfasernetz? Es kommt ja 5G. Aber die 5G-Antennen hängen auch am Glasfasernetz. Folgendes Beispiel. Tesla entwickelt eine neue Firmware für alle ihre Autos. Entwickelt wird die im Silicon Valley. Von dort aus wird sie verteilt. Das heisst, auf einmal über ein Glasfasernetz über den amerikanischen Kontinent und unter dem Atlantik über das Glasfasernetz, das dort verlegt ist, weiter in die Schweiz und erst der ganz letzte Teil von der Antenne bis zum Auto geht die Firmware über die Luft. Nicht nur Tesla braucht mobile Daten. In der Schweiz sehen wir eine Verdoppelung von der nachher gefragten Datenmenge alle 16 Monate. Sei das über 3G, 4G oder 5G, spielt keine Rolle. Das Datenvolumen wächst immer weiter. Mit einem Innovationsprojekt von Energiewasser Bern planen wir, Mikrozellen auf Kandelaber von der öffentlichen Beleuchtung zu montieren. Damit tragen wir unseren Teil bei für eine digitale Stadt Bern. Wir helfen, den Bedarf nach mobilen Daten zu decken und wir brauchen die bestehende Infrastruktur. Mit dem EWB Glasfasernetz steht die Grundlage für Konnektivität und somit für die digitale Stadt. Wir entwickeln das weiterentwickeln. Wir suchen weiterhin innovative Lösungen. Zusammen mit euch kommt auf uns zu, wenn ihr Ideen habt und Projekte.
Der Daniel Schafer, der schon vorher im Panel war, CEO von EWB. Herr Schafer, herzlich willkommen nochmal zurück hier bei uns an den Berner Digitaltag. Ja, Herr Schafer, wir wollen mit euch ein bisschen erörtern, was die EWB als solches zu dem Ganzen kann beitragen kann, natürlich auch betreffend Glasfasernetz. Zuerst mal so ein bisschen allgemein gefragt, Herr Schafer, Bern soll die smarteste Hauptstadt werden. Da muss die EWB einen Part übernehmen. Was ist da Ihr Part? Ja, ich argumentiere gerne mit dem Smart City Wheel. Also es gibt ja so ein Rad, wo man die smarte Stadt versucht zu modellieren. Eine Stadt ist ja nur dann smart, wenn sie eben für den Bürger Nutzen stiftet. Also es geht nicht darum, einfach ein paar digitale Lösungen in ihrer Anwendung zu haben, sondern es geht darum, wirklich für den Bürger Nutzen zu stiften. Und in so einem Smart City Wheel gibt es meistens einen Schnitt, das ist die Energie. Das ist klar, das ist der, den wir bewirtschaften. Da geht es um smarte Energiemessung, smarte Energieverrechnung. Es geht auch um Zusammenschluss zum Eigenverbrauch beispielsweise. Also man produziert seine eigene Energie, tut die dann selber nutzen und verrechnen unter den Benutzer. Aber es gibt auch andere Sektoren auf dem Smart City View, beispielsweise der Transport. Wir haben es vorhin auch schon diskutiert. Der braucht Energie. Der geht um Energieversorgung im Mobilitäts- und Transportbereich. Also Ladestationen für ÖV, Fahrleitungen für ÖV, wo es das noch gibt. Ladestationen aber auch für die privaten und die industriellen Anwender. Und dann haben wir das Thema Daten angesprochen. Irgendwo muss man die Daten zentral speichern. Und man muss aber auch sicherstellen, dass wie als Grundinfrastruktur, damit überhaupt die Daten überall können abgegriffen und zur Verfügung gestellt werden, etwas da ist. Und da sind wir natürlich mit dem FTTH-Netz auf vorderster Front mit dabei. Und das Glasfasernetz, das ist unabdingbar für eine nachhaltige Stadtentwicklung. Ich würde sagen, eben, Punkt der Datenmenge, die die Leute brauchen, stand jetzt schon sehr viel. Das wird ja in den nächsten Jahren, Jahrzehnten immer mehr zunehmen. Das heisst, wie schnell muss man das denn umsetzen? Also die Idee hinter dem FTTH-Netz ist ja, dass man eben sagt, der Datenbedarf oder der Bandbreitenbedarf nimmt konstant zu. Also wir haben vorhin das Beispiel gehabt von 9 Milliarden Spotify-Users. Das ist vielleicht jetzt nicht das, was ist gut verständlich, aber nicht das einschlägige Beispiel. Aber es ist schon so, also alles, was heute irgendwo ein Prozess wo läuft, braucht Daten, produziert Daten und idealerweise tut man die Daten austauschen. Also ist es unbestritten, ich brauche so eine Grundinfrastruktur. Das ist auch das Reasoning hinter dem FTTH-Netz, das wir in Bern aufgebaut haben. Und wir bauen das nicht für 2020, sondern das Netz ist bauen idealerweise für sehr weite Zukunft, 2050, 2060, vielleicht sogar 2100, damit die immer steigenden oder noch steigenden Bandbreitenbedarf über eine solide, saubere Grundinfrastruktur abgedeckt werden können. Das Netz, die haben gefragt, wenn, also bis 2022 wird ein Grossteil der Stadt erschlossen sein, weil wir uns entschlossen haben, das quasi in Etappen zu machen. Die Stadt wächst aber. Das heisst, der Bau bleibt nicht stehen, sondern wird uns in den nächsten paar Jahren noch weiter beschäftigen. Also wir werden neue Quartiere, die in dieser Stadt entstehen. Es wird über 100'000 Wohnungen geben, wenn es nach dem Plan der Politik geht. Wir werden die Wohnungen erschließen mit der FTTH und sicherstellen, dass die grossen Bandbreiten überall zur Verfügung stehen. Etwas, was mir jetzt einfach gewungen nimmt, quasi wir sind von Stadt Bern und wir sind gerade jetzt mit in der Altstadt. Wie ist das von der Umsetzung her, wenn man eben die Altstadt anschaut, die alten Häuser, die alte Infrastruktur, die da vorhanden ist, ist das besonders kompliziert und auch besonders teuer, das hier zu installieren, im Gegensatz zu neuen Quartieren? Wie sieht das aus? Das ist sicher so. Also wenn man in ein Haus hineingeht, das vor ein paar Jahren gebaut wurde, wo man schon ein bisschen gedacht hat, dass da vielleicht mal noch Telekommunikation vertikal durch das Haus muss geführt werden muss, dann ist das sicher eine einfache Aufgabe. In einem Altstadthaus, das noch denkmalgeschützt ist, ist das eine rechte Herausforderung. Und wir bauen ja eben Fiber to the Home. Also die Glasfaser kommt in jeder Wohneinheit an und ist von dort bis zum Pop, also wo wir ins Internet quasi verbunden sind, ist eine durchgehende Glasfaser.
Und das gibt natürlich in Altstadthäusern schon Herausforderungen, die wir zusammen mit der Denkmalpflege jetzt gelöst haben, dass man das so machen kann, dass es in diesem Haus innen auch gut aussieht. Und ist natürlich punktuell teurer, aber wir machen eine Durchschnittsrechnung über die ganze Stadt und den Altstadtteil, also der UNESCO-Weltkulturerbe-Perimeter, durchaus auch verleiden. Und was auf der Strasse passiert, dort haben wir ähnliche Herausforderungen, weil auch dort sind zum Teil alte Netzinfrastrukturen. Bauen wir eben immer parallel zu unseren anderen Netzen, Gas, Wasser, Fernwärme, Strom, und können damit natürlich Synergien nutzen, was wir auch versuchen, überall zu machen. Die Rettungszentren draussen auf der Strasse oder die Mobilität, also die Autos, die Energieautos, mit den Säulen, wo man Strom kann tanken kann, wo wir gesagt haben, ich würde gerne so ein Auto haben. Wir haben noch zu wenig so Möglichkeiten. Wie sieht dort der Stand der Dinge aus? Ich glaube, die grosse Herausforderung, die wir hier in Bern haben, gegenüber vielleicht einem Dorf mit Einfamilienhäuschen, wo jeder seine Garage hat und dort innen eine Ladestation installieren kann, ist, dass bei uns in den Quartieren sehr viel in der blauen Zone mit diesen Parkkarten parkiert wird. Und eigentlich dann, wenn parkiert wird, müssten die Auto laden. Es geht also für uns darum, Lösungen zu entwickeln und zu finden, wo man in den Quartieren den Nutzer, den Bürger kann zur Verfügung stellen kann. Eben auch wieder, dass es gäbig ist, dass der Bürger einen Nutzen hat davon, dass er sein Auto der kann laden kann und gleichzeitig sein Hinderungsgrund, dass er jetzt eben noch Käse kauft, aus dem Weg kann geräumt werden. Es gibt dort verschiedene Ideen. Man könnte sich beispielsweise vorstellen, also das ist etwas, das immer gerade sehr schnell kommt, man kann doch an die Strassenlampen anhängen. Grundsätzlich ja, aber die Strassenlampe ist natürlich nie gebaut worden. Oder das Strassenlampennetz ist nie gebaut worden, für das man dort noch Autolad dran hat. Also das geht nicht einfach so. Aber die Idee ist sicher bestechend, dass man existierendes Mobiliar im öffentlichen Raum nutzt, für den zum Beispiel den Zweck der Ladestation zu erfüllen. Genau gleich wie man existierendes Mobiliar, so Leuchtenmasten, Strassenlampen nutzt, für auch Mobilfunkantennen anzumachen, die nachher kleine Zellen bedienen mit sehr reduzierter Feldstärke, sodass man eben in der Fläche der Stadt nachher unter Einhaltung von allen gängigen Normen können auch diese Versorgung zusammen mit unseren Partnern sicherstellen. Mobilität kann man natürlich auch lösen mit sogenannten Schnellladestationen. Also ich fahre her, hänge an, trinke einen Kaffee. Oder ich lade während der Arbeitszeit beim Arbeitgeber. Auch dort gibt es Lösungen für Industrieparkings. Es gibt Schnellladestationen, die wir zur Verfügung stellen. Plus natürlich nachher das System, das es braucht, dass man zu diesen Ladestationen Zugang bekommt und dass man dann auch entsprechend kann die konsumierte Energie abrechnen. Wunderbar. Daniel Schafer, merci für die Ausführungen. Mit dem Terrestre Daniel Schafer, CEO vom EWB, wo wir hier im Anschluss zum letzten Panel noch ist Rede und Antwort gestanden.